Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Rechtsanwälte Knies und Albrecht in München. Und heute wollen wir Ihnen über eine spannende Entscheidung des Landgerichts Saarbrücken vom 23.11.2017 berichten, in der es um den Schauspieler Till Schweiger geht, der sich mit einer Sulzbacherin vor Gericht duelliert. Was war der Hintergrund? Es ging um die Frage, ob man eine private Nachricht, die man in Facebook geschickt bekommen hat, auf einem Facebook-Timeline veröffentlichen darf, ja oder nein. In diesem Fall hatte also die Sulzbacherin, die den Herrn Schweiger persönlich nicht kennt, dem Herrn Schweiger eine politisch ambitionierte Nachricht geschickt. Nach der Bundestagswahl hatte sie ihm nämlich geschrieben, sie wollten doch Deutschland verlassen. Warum lösen Sie Ihr Versprechen nicht endlich ein? Ihr Demokratieverständnis und Ihr Wortschatz widern mich an, mit freundlichen Grüßen. Und diese Nachricht hat der Till Schweiger hergenommen und hat sie mit dem Klarnamen der Frau versehen und als Nachricht gepostet mit der Antwort: Hey Schnuffi, Date, nur wir beide. Und das stand dann auf seiner Timeline drauf. In dem Zusammenhang ging es natürlich um das Ergebnis der Bundestagswahl und dass die AfD eben in den Bundestag eingezogen war. Schweiger hat sich berechtigt gefühlt und sich auf seine Meinungsfreiheit gestützt und gesagt, das darf ich doch veröffentlichen. Die Frau hat gesagt, nein, das ist eine persönliche Nachricht. Das verletzt mein allgemeines Persönlichkeitsrecht, wenn diese Nachricht hier veröffentlicht wird. Der Rechtsstreit ist dann per einstweiliger Verfügungsantrag vor dem Landgericht Saarbrücken gelandet. Und die hatten jetzt darüber zu entscheiden, wer Recht hat. Die Wogen gingen hoch hin und her. Und zugunsten der Sulzbacherin sprach natürlich die Sache, dass es ein Urteil gab, auf das sie sich stützen konnten vom OLG in Hamburg, die einmal entschieden hatten, dass man private Nachrichten in Facebook nicht so ohne weiteres veröffentlichen darf. Aber auf der anderen Seite war es natürlich eine sehr politische Diskussion, die Frau auch angestoßen hatte. Und es gab auch zu bedenken, dass die Frau letzten Endes später in Facebook selber noch einmal in einer Gruppe ihre Nachricht oder diese Auseinandersetzung mit Schweiger veröffentlicht hatte. Das Landgericht Saarbrücken unter dem Vorsitzenden Richter Jung hat dann am 23.11. ein Urteil zugunsten von Till Schweiger gefällt. Sie haben es so begründet und haben gesagt, doch, Till Schweiger war berechtigt, diese Nachricht zu veröffentlichen, und zwar deswegen, weil die Nachricht, die Frau dem Till Schweiger geschickt hatte, aus der Sicht der Saarbrücker Richter letztlich keine private Nachricht war, sondern eigentlich eine Teilnahme an einer politischen Diskussion, die auf diesem Facebook-Profil von Schweiger stattgefunden hatte. Und vor dem Hintergrund haben sie dann letzten Endes gesagt, wenn ich mich an einer öffentlichen Diskussion beteilige und wenn dann diese öffentliche Diskussion zwar in einer privaten Nachricht verkleidet wird, dann kann ich mich nachher nicht dagegen wehren, wenn diese Nachricht öffentlich auf der Timeline zu finden ist. Zudem, im Presserecht gilt auch immer der Grundsatz, wenn ich meine Individualsphäre öffne, wenn ich also Dinge von mir selber preisgebe in der Öffentlichkeit, dann verzichte ich möglicherweise auf eigene Rechte. Genau das hatte die Frau aber natürlich getan, indem sie die Nachricht auch nochmal in einer eigenen Gruppe mit vielen tausend Mitgliedern veröffentlicht hatte. Insofern war es konsequent, dass die Richter hier den Antrag auf einstweilige Verfügung abgewiesen haben und damit Till Schweiger hier recht gegeben haben. Das ist zumindest unsere Meinung zu diesem Fall. Die Klägerin hat jetzt noch die Möglichkeit, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Ob das passiert, ihr Anwalt hat das jedenfalls angekündigt, wird man abwarten. Aber wenn das OLG in Saarbrücken richtig entscheidet, dann dürften sie hier eigentlich auch weiterhin Schweiger recht geben. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen in diesem Fall auf dem Laufenden halten.